Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Nun an dieser Stelle wie immer das wöchentliche Funkwetter für die DX-Jäger. Eine Großexpedition nach Macau ist aktiv und da wollen wir doch alle wissen, wie sich die Ausbreitungsbedingungen auf der Kurzwelle momentan so darstellen. Mikrofon an unseren Spezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whiskey vom HF-Referat des DARC. Nun sind wir mal gespannt, wie es aussieht mit unseren Jagdchancen. Die Sonnenaktivität ist nach der schwachen Belebung der letzten beiden Wochen wieder zurück in ihrer Warteposition bei 70 Einheiten. Eigentlich sind es noch zwei weniger, weil die Erde auf ihrer elliptischen Bahn um die Sonne, unserem Stern, im Moment näher ist als im Durchschnitt. Aber uns interessiert ja hier vor allem, was bei uns auf der Erde